Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Sims 4 Strangerville. Ja, warum guckst du mich jetzt hier so böse an? Sie ist, glaube ich, noch bei der Arbeit, wenn mich nicht alles trübt. Ich hatte eigentlich vor, welchen Tag haben wir denn heute? Donnerstagabend. Wir schauen mal eben nach seinen Bedürfnissen. Oh Gott, ich habe jetzt ein paar Tage nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht, wo alles ist. Oder wir schauen nach ihren Bedürfnissen. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, du bist paranoid. Ich weiß, ich weiß. Mach dir doch erstmal was zu essen, Junge. Das wäre doch cool. So, Abendessen servieren. Gartensalat. Mach was Besonderes. Vor allen Dingen was Gesundes. So, ich habe mir jetzt vorgenommen, für die nächsten Folgen das Ganze ein bisschen anders zu gestalten. Ich denke mal, den Freitag werde ich wohl so ein bisschen durchspielen lassen. Oh, was ist das? Vorbeikommen und abhängen. Ja, klar, komm doch einfach vorbei. Kein Thema. Solange das nicht diese verrückte Nachbarin war, ist alles gut. Wir schauen mal am besten nach, wie das nicht gewesen ist. Oh, 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 ich glaube. Oder? Ja? Ach nee, das ist, glaube ich, die... Nee, das... Oh, da war die auch so ein bisschen verrückt. Ich weiß es nicht. Aber die eine, die da drin war, die war noch verrückter. Du kannst gleich auch etwas zu essen holen. Aber sie guckt schon so ein bisschen abwesend, weil sie überhaupt nicht versteht, warum wir jetzt hier so leere Räume haben. Das ist natürlich so eine Sache, ne? Also wir haben ja gesagt, dass wir hier eigentlich ein wunderschönes Wohnzimmer mit einer Essecke reinmachen werden. Ach so, da fällt mir gerade ein. Genau. Ich habe nämlich, haha, ich habe nämlich vergessen, beim letzten Mal die Sachen hier ein bisschen zu bewegen. Dementsprechend sieht das hier alles ein bisschen scheiße aus. Wobei... Da ist sowieso einer frei. Wieso ist da einer frei? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Das hat doch vorher auch darunter gehangen. Hallo? Wieso geht das jetzt nicht mehr? Ach, ich muss das erst dahin hängen und dann... Okay, na gut. Machen wir das einfach so. Ist ja nicht schlimm. So, so sieht es auf jeden Fall schon mal besser aus. Warum hier jetzt eins frei ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich auch nicht. Oder kann man... Ach, das kann man im Nachhinein da drüber... Aber das sieht doch scheiße aus. Was haben die sich denn dabei gedacht? Wie viel kostet denn so eine Theke? Moment. Sanitär. Aber was für ein Sanitär? Ach, das habe ich wahrscheinlich noch gar nicht freigeschaltet. Nee, Moment. Sanitär ist ja auch... Bin ich denn doof, oder was? So... Das müsste das hier sein. Oh, das kostet aber viel. Okay. Aber das ist sie doch nicht. Die geht doch nicht hinten hoch. Da geht aber keine von hinten hoch. Oder muss ich die wirklich erst freischalten? Das wäre natürlich jetzt doof. Weil ich finde, das sieht jetzt so irgendwie ein bisschen blöd aus. Aber das Problem ist, das war ja vorher auch so. Deswegen, naja, ich lasse es jetzt erstmal so. Komm, du redest jetzt mal mit der Nachbarin über Veränderungen, über Strangerville. Komm. Ja, wir wollen ja etwas über Strangerville herausfinden. Das ist übrigens auch das... Zeit verschwinden, auf Wiedersehen. Vampir-Lebensstil loben? Wieso ist die Vampir? Habe ich was verpasst? Toby? Gell? Where's Una? Sarps! Ja, ich glaube, das hat sie jetzt nicht so ganz verstanden. Palachaba? Yipsi Yalaub? Nibana? Ospa? Krivasu? Wir reden jetzt einfach so... Ach, wir erzählen jetzt Verschwörungstheorien. Genau. Also ist zu Hause, sehr schön. Dann können wir natürlich auch direkt erstmal eben... Ach. Ach, das ist so ohne und wenn man es reinbaut... Okay, verstehe. Gut, ihr habt jetzt wieder kein Geld mehr, aber es ist ja nicht schlimm. Hauptsache, die Küche sieht jetzt wieder aus wie eine Küche.
So, dann schauen wir mal, was die Leonie macht. Die ist jetzt auch nach Hause gekommen, ja. Guck mal, mach doch mal hier, mach kein Foto. Achso, von dem Exemplar besitze ich schon ein Foto. Okay. Dann müsste ich eigentlich was trinken. Habe ich denn noch Blutbeutel? Ich glaube, ich habe gar keine Blutbeutel mehr, oder? Kompliment über Hals machen. Ja, wir machen doch mal ein Kompliment über den Hals. Das ist doch mal was Lustiges. Du sollst der folgen, hallo. Bin ich irgendwie sehr unhygienisch? Nee. Comedy Gulch Neeb. Neeb! Monzo! Lunasignal. Oh, ich glaube, die mag mich nicht, weil ich ihr ein Kompliment über den Hals gemacht habe. So, so. Ein Sim 24 Stunden am Stück wach halten. Oha, ich glaube, dafür brauchen wir erstmal eine Kaffeemaschine, würde ich sagen. Kann man sie nicht einfach beißen? Ich glaube, man kann sie nicht beißen, aber ich habe dummerweise... Leonie braucht eine bestimmte Flüssigkeit, um ihren Durst zu stillen. Wird unwiderstehlicher Durst in 11 Stunden. Das heißt was? Dass ich dann meinen eigenen Freund beiße, oder? Weil die hat, soweit ich weiß, nämlich, wo ist mein Inventar jetzt hin? Keine Blutbeutel mehr, oder? Die hat noch das Vampir. Ja. Nee, sie hat keine Blutbeutel mehr. Ja, tut mir leid, Leonie, aber da muss ich dich mal alleine lassen, weil er ist ja hier eigentlich der Paranoide von uns beiden. Und er möchte ja auch einiges rausfinden. So, Vampir. Das möchte ich jetzt sehen. Na los, das möchte ich sehen. Los, los, los. Wuhu! Irgendwie ist sie ja schon cool. Naja, das Soziale ist hochgegangen, aber eigentlich... Eigentlich wollte ich ja mit ihm noch ein bisschen Spaß haben. Okay, dann liest du halt, wenn du was Spaß haben willst. Von mir aus, dann nehmen wir halt mit ihr... Oh, genau, mit ihr. Schwärmen wir jetzt mal eben. Hallo? Hallo? Du solltest gerade mit ihr reden. Wieso machst du das nicht? Willst du mich veräppeln? Venva. Ambira. Wisub. Oh. Garnoosh. Rolaspa. Oh, Sababa. Monzo. Mhm. Rinshu. Wieso kann ich sie nicht mehr auswählen? Ospa. Shinoi. So. Oh, Kubeba. Rafsig Shufflet. Ja, redet mal über Stranger Will. Vielleicht finden wir ja noch irgendetwas heraus. Warst du schon mal im Kuriositätengeschäft in der Nähe der Wohnwagensiedlung? Ich habe gehört, es soll dort ein interessantes Geheiminventar geben. Okay. Dann würde ich sagen, dann machen wir das doch jetzt mal. Achso, theorisieren habe ich gerade gelesen. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir machen das nochmal. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie man wieder in die Welt zurückkommt. Oh Gott, jetzt habe ich ein paar Tage nicht mehr gespielt und weiß nicht mehr, wo ich klicken muss. So, wir reisen jetzt einfach mal hier unten hin und zwar... Achso, nee, ich will niemanden mitnehmen, ich will alleine rumfahren. So, wir sind hier Nachtmenschen. Haben wir hier irgendwelche Pflanzen vielleicht? Das sieht aus wie so eine... Oh, da ist eine Tür. Klopfen wir doch mal an der Tür. Wohnt hier vielleicht jemand?
Du sollst weiterhin folgen, ja. Oh, was ist das? Komm rein. Okay, dann gehen wir mal hier unten hin. Wo sind wir hier? Ah! Ist das etwa ein Verschwörungstheoretiker? Das wäre ja cool. Ich muss hier mal... Ach, nein, ich will das jetzt ganz so, weil sonst kann ich hier gar nichts sehen. Oh, er sagt, komm rein, ist am Schlafen. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Das ist wohl so sein Überlebenskeller oder sowas in der Art, nehme ich mal an. Monster unter dem Bett einsprühen. Ja, machen wir das doch mal. Okay. Finagrau. Kryphoba on Legen, huh? Ja, nee, beanspruchen möchte ich das nicht, aber wieso kann ich den Typen denn nicht aufwecken? Doch, ich kann ihn aufwecken. Ha! Weck ihn auf! Los! Achso, die ist hier. Hör auf mit dem Mist, weck ihn auf! Die ist Tetris am Spielen, ich glaube es auch. Hallo? Über Stranger will reden, genau. So, hat die Schleimfähigkeit erworben. Aufgrund ihrer neuen Schleimfähigkeit kann Leonie jetzt andere Sims mit dem Handschocker reinlegen. Ach du Schande. Okay. Haben die jetzt schon drüber gesprochen? Oh, Flarb. Deskos? Gibora, de Fool. Oh, er ist auch ein bisschen paranoid, so wie es aussieht. Ja, Chips sind immer gut. Nippy Yekla. Moanaya. Soy Griff. Ukla. Gabafa. Hezoiza. Also sie hat ja eigentlich nur die Wissenschaftskarriere angenommen, damit sie schauen kann, was hier in Strangerville so vor sich geht. Sie möchte ja dem Geheimnis auf die Spur kommen. Ja, redet noch weiter über Strangerville, bitte. Yibs, yibs, von Celia Dress. Cribix, Sequinario. Suchimi Geza. Hezoiza Jensiba? Karoo. Im Krater soll es eine Art Geheimlabor geben. Ich wette, das hätte etwas mit dem seltsamen Sturm zu tun. Oh, in dem ein Flugzeug abgestürzt ist. Okay. Hallo. Kann ich dich auch mal anklicken? Aha. Mädel. Was machst du? Du sollst mit dem reden. Yes. Folgende Merkmale von George kennengelernt. Er ist ein Hitzkopf. Okay, also die beiden mögen sich auf jeden Fall. Ziffel Fuba. Ubnate Unga. Hezoiza Jensiba. Karoo. Waga Frooge. Warba Quest. Befala Narble. Vielleicht finden wir noch irgendetwas über Strangerville raus. Peppa Moy Zirksel. Philpin. Shanawi. Chabin Durkin. Nee, er sagt immer nur das Gleiche. Okay. Banuka Doi. Dann, ich weiß, das ist nachdenklich duschen. Was ist denn nachdenklich duschen, bitte? So, dann geh mal bitte nachdenklich duschen. Ich möchte jetzt sehen, wie sowas aussieht. Hallo, geht's noch? Ich bin mich hier am Duschen. Hau mal ab, du. Hallo? Dann geht ihr halt jetzt baden. Ja, der freut sich natürlich, wenn hier eine halbnackte Frau bzw. ganz nackte Frau rumläuft. Ja, ja, das ist mir alles egal, was du mir sagst, Junge. Ich möchte jetzt hier duschen. Geh mir aus dem Weg. Was macht sie denn jetzt hier gerade? Hallo? Vor allem, wieso machen die nicht mehr zu? Ich meine, wollen die, dass man denen zuguckt oder... Genug jetzt, ich muss dich bitten zu gehen. Ja, schade.
Kann ich eigentlich Vampir dunkle Form verstecken? Ja, ja, lass mich doch erstmal wieder... So, jetzt bin ich wieder ich selbst. Warum läuft der hier mit der Herzchenunterhose rum? Hallo, geht es noch? Aber sonst hat er keine Probleme. Vor allen Dingen, wieso steht der so vor mir? Will der jetzt irgendwas von mir, oder? Wir gehen jetzt mal einfach nach draußen. Also das ist mir hier irgendwie zu unangenehm gerade. So. Dann wollen wir mal gucken. Moment, oder ist das jetzt der Ausgang da hinten? Nee, da kommt man nicht mehr rein, oder? Aber da ist doch auch eine Tür. Ja, ein bisschen komisch gemacht hier. So, jetzt haben wir hier vorne ganz viel. Was ist das denn? Über Stranger will reden, ja? Hallo? Mädel? Du sollst über... Ach so. Die haut einfach ab. Hallo? Lauf dir hinterher, los. Aber zackig. Tschakka, tschakka. Du bist rein Vampir. Du bist doch schneller als alle anderen. So. Ich habe gehört... Achso, der sagt das auch mit dem. Okay. Ja, dann rede mal so ein bisschen. Wenn mal kennen. Jetzt über Mars nehmen. Peppa Moy Zirksel? Philbin. Krätsel. Plumba Maypick. Uniturb and Jimin. Was hat der denn hier, was hier die ganze Zeit so ausstrahlt? Oh. Vor allen Dingen, warum hat der hier so eine Weihnachtsbeleuchtung obendran? Du solltest mein Freund sein. Ach, das ist zu. Okay. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich glaube, hier hätte man auch einziehen können. Das wäre natürlich für den Anfang auch nicht schlecht gewesen. Was haben wir denn hier noch alles? Sind das alles nur Häuser? Da auch? Was ist das? Nee. Gab es hier nicht irgendwo eine Bar oder sowas? Habe ich doch eben in der Übersicht noch gesehen. Stadtzentrum. Hm. Hallo. Ich möchte etwas Bier trinken. Ich möchte Geld ausgeben. Das ist nur zum Umziehen. Vielleicht sollten wir auch mitten in die Stadt einziehen. Vielleicht sind die Leute uns gegenüber dann etwas offener. Ist das eine Tankstelle? Okay. Hm. Das war jetzt schon alles, oder wie? Na? Na? So, mal gucken. War das jetzt nur der Bereich? Hier wollte ich, glaube ich, hin. Strangerville Plaza. Strangerville ist der Treffpunkt, also der Plaza ist der Treffpunkt der Einheimischen. Die Wissenschaftler findest du in der Bibliothek. Das Militärpersonal besucht gerne die Bar. Und das Kuriositätengeschäft befindet sich in der Nähe der Wohnwagensiedlung. Achso, das war bestimmt das hier. Okay. Das heißt, wir waren schon richtig nur zur falschen Uhrzeit da. Ja, wir müssen natürlich auch bald arbeiten gehen. Das ist natürlich nicht so einfach. Hier kannst du seltsam mit... Achso, das Kuriositätengeschäft. Okay. Ich würde sagen... Informationszentrum, Bibliothek. Lass uns doch da erstmal hinfahren. Nein, ich möchte alleine dahin. Sie ist ja nun mal auch so ein bisschen paranoid. Also sie möchte ja herausfinden, was es hier so mit Strangerville auf sich hat. Oh, sie muss auch bald zur Arbeit, das ist gar nicht gut. Archive durchsuchen, genau. Ja, das mit dem Dorst ist natürlich ein bisschen blöd. Ich denke mal, dass jetzt gleich irgendjemand angreifen wird oder so. Durchsuch die Archive. Vielleicht findest du ja irgendein Geheimnis. Kommst du auf der Spur von Stranger? Was hat der denn da? Ein Porno? Nee, doch nicht. Der ist am Chatten. Ach so. Ja, du musst bald zur Arbeit. Ich weiß. Vor allem geht die Sonne bald auf. Das ist vielleicht nicht so günstig, dass ich jetzt hier als Vampir rumlaufe. So. Entgehe dem aufmerksamen Auge. 20 Euro. Moment, Moment, Moment. Wir müssen mal im Sturm.
Zeitungsausschnitt. Nach dem Vorfall sind in der Stadt bizarre Pflanzen gewachsen. Niemand kann sagen, warum sie sich so schnell verbreiten. Alle Bemühungen, sie zu beseitigen, waren vergeblich. Wenn man einen Spross ausreißt, wachsen gleich 3 neue nach. Okay. Ja, das macht es nicht besser. Ah, man kann man hier nur spielen oder kann man hier noch etwas durchsuchen? Vampirgeheimnisse. Wir können ja das Programmieren mal ein bisschen üben. Vielleicht können wir nachher irgendwas programmieren. Weiß ich nicht, wo wir andere Leute mit überwachen können oder so. Das wäre natürlich cool. Also ich denke mal so ein was ist denn? Ey, das war das Buch, was ich gerade gelesen habe. Aber das sie gerne wegtun. Also ist kein Thema. Ich würde sagen, wir lassen sie jetzt auch erstmal in Ruhe das Programmieren üben und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Ja.